Guten Morgen, ich bin Tom, der Prof von Luxemburgisch with Anne. Now, learn in this lesson in 8 easy steps how to introduce yourself, for example, for a job interview or if you have to sit an oral language test, for example, the Sprachentest. The Sprachentest is the Luxembourgish language test you have to pass if you want to get the Luxembourgish citizenship. So, are you ready? Bist du bereit? Dann los! Start with your name, so the num. And in Luxembourgish, you have three possibilities to introduce yourself with your name. You can say, mein num as, for example, mein num as an. Or if you are a man, you can say, mein num as Tom. Another possibility is to say, ich sin dann. So don't forget your D apostrophe if you are a woman. Or if you are a man, you have to say, ich sin dann Tom. Okay, use den before your name if you are a man. And you can as well say ich heischen an or ich heischen Tom. Step number two, Herkunft. This is your origin. So where do you come from? For example, ich komme aus England. So use the preposition aus with the verb kommen. Ich komme aus England. And for your nationality, you can say ich sin Engländer if you are a man, or if you are a woman, you say ich sin Engländerin. So this is an example. And then step number three, Alter, so the age. Ich sin 30 Jahre alt. Ich sin 30 Jahre alt. Or you can say, ich hun 30 Jahre. Ich hun 30 Jahre. So both are correct. Step number four. This is to talk about your family situation. For example, ich sin bestürzt. Am Hund zwei Kanner. And in natural spoken Luxembourgish, ich sie bestürzt am Hund zwei Kanner. Or if you are divorced, ich sie gescheit. If you are a single, ich sie Junggesell for a man. Or if you are a woman, you will say ich sie Junggesellin. Oder ich sie gepackst. Let's move on, step number five. Ich wohne zu. Ich wohne zu Lützeburg seit 6 Jahren. Or you can say, ich wohne zu Lützeburg 6 Jahren. So you can either say seit or zenter. Okay? And pronounce our country Lützeburg. Lützeburg. Or if you want to be more precise, you want to add the city or the village, you can say, ich wohne zu Lützeburg zu Mama seit 6 Jahren. Easy, okay? The next step is the language. Ich schwätze Englisch, Deutsch, Französisch und ich lehre Lützeburgisch. Next step is ich schaffe als. So you can say ich schaffe als Comptable ob engem Büro. So in Luxembourgish you don't use any article before the profession. You just say ich schaffe als plus the profession. Or you can say ich schaffe als Verkäuferin an engem Boutique. Ich schaffe als Verkäuferin an einem Boutique. Or if you are a student, you say,
Ich bin noch Student. Ich bin noch Student. Or if you don't work, you will say, ich arbeite am Moment nicht. Ich arbeite am Moment nicht. And the last step is, mein Hobbyen. This is also useful to introduce yourself. For example, you can say, mein Hobbyen sind. Mein Hobbyen sind Velo fahren, Musik lauschen, spazieren gehen, lesen and so on. Or you can say, am meiner Freizeit fahren ich gerne Velo. Or am meiner Freizeit lesen ich gerne. But the easiest way is just to say, mein Hobbyen sind and then you list your hobbies. Now let's illustrate how to introduce yourself with two examples. Are you ready? Bist du bereit? Good. Example number one. Ich heiße Sascha und ich komme aus Russland. Ich bin 38 Jahre und ich bin Englischprof an einem Lycée zu Mama. Ich sie bestürzt. An hun ekant. Mein Frau und ich wohnen seit 8 Jahren an der Stadt. Ich schwätze Englisch, Russisch, ein bisschen Französisch und lo lehren ich Lützebäuerisch. Mein Hobby sind Velofahren, Lesen, Freunde treffen und Gitarre spielen. Beispiel Nummer 2. Ich bin Dana, als in 43 Jahren alt. Ich bin Polen und wohne seit 5 Jahren heute zu Lützburg. Ich wohne zu Esch an einem Appartement. Ich bin geschieden und habe kein Kanner mehr ein Katz. Ich schwätze natürlich Polnisch, Russisch, ein bisschen Deutsch und ganz gut Lützburgisch. An meiner Freizeit mache ich gerne Yoga und gehe gerne an den Busch spazieren. Den Weekend koche ich gerne für meine Freunde. Easy, isn't it? Now over to you. Practice with me. I invite you to record your introduction, so about yourself, and to send it at anne@glif.lu and get my personal feedback. Maybe this will help you to gain confidence if you have to take in the upcoming future the Luxembourgish nationality test, the Sprachentest. And don't forget that I have my online course Succeed at the Sprachentest, which will help you to be best prepared to take the Luxembourgish language test. Merci für's Zuschauen. Thank you for watching.